und herzlich willkommen zu einer weiteren super Spezialfolge der Trenchcoat-Talkers. Mein Name ist Dela, bei mir ist wie immer der wundervolle Hendrian. Hallo Hendrian. Trenchcoat-Talkers, yeah. Hallo. Außerdem in dieser Folge wieder dabei ist der wunderbare Schalter. Hallo Schalter. Hallo zusammen. Und der großartige Armin. Hallo Armin. Hallo. Nun, wie fühlt es sich an, auf der anderen Seite ein Krankenhaus super Spezialfolge zu sitzen? Besser, aber natürlich trotzdem doof, weil Krankenhaus Spezialfolge. Das stimmt. Es gibt ja den auf der anderen Seite auch und dementsprechend haben wir den ja lieb. Knuddel, Knuddel und so weiter. Ach. Ja, ohne Details zu nennen, es ist alles auf einem guten Weg. Keiner braucht sich allzu schlimme Sorgen machen. Und alles wird gut. Das ist eigentlich der Leitsatz meines Lebens. Und wenn das Universum mir nicht zustimmt, hat sich das Universum zu ändern. So einfach ist die Sache. Genau. Wie gesagt, wir haben beschlossen, wir machen Blödsinn, bis Jonas wieder fit genug ist, um Ordnungsschellen zu verteilen. Deswegen sind wir heute hier. Oder was habt ihr denn heute vorgelegt? Viel Neues noch nicht. Wir haben vorhin eine neue Folge vom Regnen, Stürmen, Schneien Podcast aufgenommen. Ja, gut. Jawohl. Ansonsten, ich habe Fischstäbchen gemacht. Oh, Fischstäbchen, voll gut. Fischstäbchen und Salat. Gurkensalat oder was für Salat? Nee, ich habe, der Kühlschrank hatte noch so einen Rest, wie heißen die denn, die auch manchmal mit so Wurzeln, nicht Romanesco, Romana-Salat, kann das sein? Romana-Salat mit Wurzeln? Also Romana-Salat ist halt dieser schmale Hohe. Genau. Wie du eigentlich, Spitzkohl? Wie du eigentlich mit so einer Treibladung in einem Rohr und... Ja, genau. Ja. Und das wird dann abgefeuert, oder? Richtig, genau. Die berühmt-berüchtigte Salatkanone. Richtig. Wenn man das mit Kartoffeln macht, durch ein Sieb? Kartoffeln durch ein Sieb könnte man das auch probieren, ja. Mhm. Oh. Es gibt dann so Stifte hinten dran. Ja, so eine Pommeskanone. Haben wir denn generell eine Meinung zu Salatdressings? Essig und Öl, der Rest ist mir zu viel. Okay. Essigöl. Okay. Wobei, von Zeit ich gehe da mit den Experten in Sachen Nahrungsmittelzubereitung mit. Ab und zu so ein Honig selbst. Keine Ahnung von ist natürlich nicht schlecht, aber. Bisschen Senf rein, ja. Ja, ich bin ja persönlich ein großer Verfechter des Caesars-Dressings. Ich ja persönlich ein sehr großer Fan von, weil da ist ja alles Gute drin. Da ist so ein bisschen salziges Zeug, ein bisschen käsiges Zeug und ein bisschen sahniges Zeug. Ich finde das wohl gut. Was manchmal sehr gut sein kann, Betonung auf kann, ist dieses Thousand Island Dressing. Es kann aber auch extrem fürchterlich sein, je nachdem, was du von Eimer erwischst. Habe ich noch nie gehört. Was ist das? Das ist dieses rötliche Zeug. Maxi, hiya. Okay. Maxi? Also mehr sowas, ich sag jetzt mal, saure Sahne, Salatcreme-mäßiges mit Ketchup drin? Ja, sowas. Tomatenmark-Gedöns und sehr viel Kräuterzeugs und Dinge. Okay. Das wobei kann, ich mir nicht sicher bin, was der Unterschied zwischen Thousand Islands und American Dressing ist. Ich glaube, das wird sehr synonym verwendet. Okay. Und wo ist der Unterschied zur Cocktailsoße, außer die Konsistenz? Die Kräuter, glaube ich. Ah, okay. Weil in Cocktailsoße ist erstmal per se nicht unbedingt was Kräuteriges drin. Wie stehen wir denn zu, wenn wir sagen Fischstäbchen? Seid ihr auch so... 1 cm Fischstäbchen, 2 cm Remoulade oder? Die Darreichung von Fischstäbchen hat sich bei mir in den letzten Jahren ein bisschen geändert. Früher war es so ganz klassisch Kartoffelbrei, Spinat, Fischstäbchen.
Inzwischen bin ich ein großer Fan des Fischstäbchen-Sandwichs. Oh ja, also, sehr. Toast, Remoulade, Fischstäbchen, drei Stück, passen ziemlich genau auf eine Scheibe Toast. Mhm. Dann 90 Grad gedreht, nochmal drei Stück, weil doppelt hält besser. Mhm. Nochmal Remoulade, zweiter getoasteter Toast und dann komprimieren. Komprimieren ist ohne wichtig. Salat und ohne alles, oder? Ohne Salat, ohne alles. Ich will ein Fischstäbchen-Sandwich und nicht den Garten dazu. Und nicht den Gartenteich dazu mal zu. Ja, und dann natürlich diagonal durchschneiden, weil nur dann schmeckt dein Sandwich wirklich gut. Richtig? Essen in Dreiecksform ist das beste Essen. Genau, und dann genießen. Sieht man ja auch am Prinzip Döner. Richtig, richtig. Ja. Man kann das Ganze noch mit ein bisschen Essiggürkchen oder sowas noch, aber das muss schon ein fancy Tag sein dann. Und Röstzwiebeln gehen auch sehr gut da drauf. Naja gut, aber ich meine, je nachdem, welche Art von Remoulade du hast, sind da Gürkchen quasi schon eingearbeitet. Ja. Also. Genau, das ist sowieso die beste Remoulade. Oh ja. Die mit den Gürkchen. Genau. Ja, bei uns gab es immer Fischstäbchen mit Gurkensalat, lustigerweise. Okay. Das ist bei mir so zusammen verbunden irgendwie, wie bei dir da Kartoffelbrei. Gurkensalat bei mir ein ganz kritisches Thema. Okay. Ich finde den Geschmack von Dill fast so furchtbar wie den Geschmack von Blätterteig. Ja. Komische Kombination, aber akzeptiere ich mal. Und ich meine, beim Dill gehe ich mit. Okay. Dill muss rein in jeden Gurkensalat. Das geht gar nicht anders. Bei Blätterteig bin ich dabei. Blätterteig muss nicht sein. Nee, Dill funktioniert für mich überhaupt nicht. Mhm. Und was ich ganz furchtbar finde, ist die Konsistenz des Kerngehäuses von Gurken. Also gerade bei Salatgurken, bei Essiggürkchen geht's. Also das Labbrige. Das Labbrige innen drin. Mhm. Deshalb, wenn ich Gurkensalat mache, wird die Gurke geviertelt, das innen drin rausgekratzt und dann der Rest in Stücke geschnitten. Weil diesen Schlabberkram, den müssten sie mir nicht mitverkaufen eigentlich. Hast du schon mal darüber nachgedacht? Also das ist eine Haptikfrage, oder? Genau. Wenn du den Glibber zeugst, hast du dasselbe Problem bei Tomaten auch? Nein. Okay. Dann hätte ich gesagt, kannst du das innen drin von der Gurke einfach nehmen, durchpürieren und in das Gurkensud, Wasser, Soßenzeug mit rein basteln. Okay. Weil dann hast du das Haptikproblem nicht mehr. Mm-hmm. Ich habe ja zum Beispiel dasselbe Problem mit Pilzen. Ich mag total den Geschmack von Pilzen. Mm-hmm. Ja, sie wollen mich mittlerweile töten, aber das ist ein anderes Problem. Aber der reine Geschmack von Pilzen ist fantastisch. Die Haptik hasse ich. Weshalb ich dann irgendwann dazu übergegangen bin, dass ich die nur noch getrocknet habe. Dann getrocknet, wie sie waren, einmal durch die Kaffeemühle gejagt habe. Dann hatte ich quasi ein Pilzpulver und dieses Pilzpulver habe ich dann einfach löffelweise in die Soße reingekatscht. Dann ist das Haptikproblem gelöst und der Geschmack ist dasselbe. Mm-hmm. Was bei mir den Geschmack von Pilzen sehr, sehr aufgewertet hat, das war so ein Nebensatz aus einem Kochvideo vom dicken Bernd, dass du die Pilze, wenn du sie anbrätst, in eine relativ heiße Pfanne komplett ohne Fett reintust. Mhm. Fand ich erstmal sehr, sehr komisch, weil ich dachte, das brät doch nicht, das brennt doch nur. Aber nein, das geht sehr, sehr, sehr gut. Die schmecken wirklich für mich viel besser, weil die Konsistenz viel näher, also die werden fester. Ja. Weil die einfach Wasser verlieren quasi. Ja, klar. Und trotzdem so ein bisschen so eine gebratene Eiweißkruste kriegen halt. Ja. Und bei mir am besten funktioniert hat wirklich eine komplett unbeschichtete Edelstahlpfanne. Mhm. Einfach Pilze rein und wirklich erst so die letzte Minute ein kleines Stückchen Butter mit rein, dass die nochmal so ein bisschen Fett abkriegen, weil alles schmeckt besser, wenn Butter dran ist. Auf jeden Fall. Aber das eigentliche Braten quasi komplett trocken. Okay. Gilt das für alle Pilze oder nur so Champignons? Ich habe es bislang nur mit Champignons gemacht, weil andere Pilze habe ich noch nicht gekauft gehabt. Okay. Parasol, panieren, rausbraten. Das sind die riesigen, ne? Parasol. Ja, Schirmlinge. So, okay. Halbe Klotdeckelgröße. Genau.
Die gehen übrigens auch ganz hervorragend zum Trocknen. Die kann man einfach auf die Wäscheleine hängen, das ist prima. Muss irgendwie so. Aber Warnung an der Stelle, wer das macht, die ganze Bude stinkt danach. Ja, die haben einen sehr intensiven Geruch. Also hier im Haushalt möglichst schnell verbrauchen, weil sonst wird man mit ich ziehe jetzt aus bedroht. Mhm. Wonach riechen die? Halt nach Pilz, aber halt sehr stark. Also so ein Champignon an sich hat ja relativ wenig Eigengeruch. Ja, Champignon riecht nach gar nichts. Im Vergleich zu dem. Wie ist das denn generell bei euch so kulturell? Geht ihr in die Pilze? Mhm. Es gibt hier in der Region Leute, die machen das. Mhm. Aber ich jetzt selber nicht. Und wir waren auch nie in Pilze. Okay. Sammeln oder so. Also ich war dabei, mein Papa ist viel in die Pilze gegangen. Ja, Jäger, wie immer. Bin ich ja eh schon im Wald, kann man ja Pilze mitnehmen, wenn man keinen Wildschwein nicht erwischt. Und ich persönlich gehe nicht, weil ich zu unsicher bin. Ich kann die nicht unterscheiden. Also gerade ja. Die berühmt-berüchtigten Knollenblätterpilze mit den entsprechenden Varianten, die man essen kann und will. Genau da bin ich unsicher und deswegen lasse ich es und bin sehr dankbar, wenn mir irgendeiner von meinen Nachbarn wieder mal einen Korb voll schenkt. Oder ich kauf's mal. Ich habe da gerade mal eine Jägerfrage. Mhm. Ich stelle mir jetzt mal vor, ich bin ein Jäger und schieße so ein Wildschwein. Das muss ich raustragen aus dem Wald, oder? Oder du hast du musst es irgendwie rauskriegen, ja. Das ist doch sackschwer, das Vieh. Und das ist ja auch in einem Zustand, wo es dir nicht unbedingt hilft. Nein, das hilft dir nicht mehr. Aber du willst auch nicht, dass dir das Ding hilft, weil sonst hast du Aua. Ja, schon, aber geht man dann eher zu zweit, wenn man weiß, man will was schießen, weil dann hat man jemanden, der tragen hilft? Oder lässt man es liegen und holt es später? Oder? Zweiteres. Meistens ist es eh so, also wir haben nie einen Hund gehabt, obwohl ein Papst immer einen wollte. Wildschwein hat die dumme Eigenschaft, mit einer Kugel sagt das Ding, war da was und rennt erst mal. Und ist höchstens beleidigt, genau. Das ist beleidigt, bis es sich irgendwann mal besinnt und denkt, scheiße, es tut ja wirklich weh und fällt um und ist tot. So, zwischen den beiden Punkten, wo es vorher war und dann ist, können mehrere hundert Meter liegen. Das heißt, normalerweise... Und du möchtest nicht dazwischen sein. Und du möchtest nicht dazwischen sein. Nein. Das heißt, du merkst, wo der erste Punkt ist, den zweiten unklar, fährst zurück, holst deinen Kumpel mit dem Hund, fährst wieder hin, dann hast du zwei Menschen dabei und einen Hund und dann hast du erstmal suchen. Nachsuche, ja. Genau. Und dann hast du den Vorteil, da bist du eh schon zu zweit. Dann kannst du das Ding raustragen. Okay. Also ich kann es nur bei unseren Wäldern sagen, aber unsere Wälder sind jetzt auch relativ sehr bewirtschaftet. Also unsere Forstmenschen und Waldmenschen, egal ob Jäger oder eben Forstmenschen, haben eigentlich fast alle einen Quad. Und kommen auch mit dem Quad relativ tief weit rein. Das heißt, derselbe Effekt, wie du sagst, du schießt das Vieh, dann gehst du erstmal zum Quad, dann wartest du mal, bis es umgefallen ist und dann machst du dich auf die Suche. Mhm. Nee, also diese Quads waren zu der Zeit, wo mein Vater noch aktiv gejagt hat, eher wenig verbreitet. Da ist ab und zu mal so ein SJ400 Quietsch von Suzuki unterwegs gewesen. Diese, jetzt heißen sie Jimny. Sowas hat man gehabt. Man hört mal, ja, unser Jagdherr hat einen G-Benz gehabt, mit dem kam man auch recht weit. Und aber ansonsten zusätzlich das Rest zu Fuß. Oh, und wenn der Keiler dann mal da liegt, was aber extrem selten war, ja, dann hat man sich halt dann irgendwie die berühmt-berüchtigte Trage aus zwei Fichtenstangen und irgendwie, und dann aus damit. Okay. Ist bei euch noch dieses, also über uns ist ja diese ganze Tschernobyl-Sache relativ weit weg drüber gezogen. Bei uns kam es voll runter. Aber bei euch ist doch, glaube ich, dass die Schweine immer noch radioaktiv geprüft werden, oder? Jetzt nicht mehr. Okay.
Aber es gibt ein paar so Ecken in Bayern, wo man Pilze also wirklich nach wie vor prüfen lassen soll und auch kostenfrei angeboten wird. Die Wildschweine sind mittlerweile nicht mehr das Problem. Okay. Das Problem, weil der Boden das oder die Pilze das mehr besser aufnehmen? Ja, oder? Ja. Und wir hatten Regen kurz danach hier bei uns in der Gegend. Das heißt, der ganze Fallout wurde herausgewaschen. Wir haben eine ziemlich hohe Cäsiumbelastung gehabt. Cäsium 137, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Und das Zeug wird halt aufgenommen von den Pilzen und von dann halt die Nahrungskette hoch. Ja, klar. Das Hauptproblem ist halt an dem Konzept Pilz, das Myzel, also dieses Phasenzeug, das ist halt uralt. Also das erneuert sich zwar, aber das ist grundsätzlich dasselbe Zeug, was vor 30, 40 Jahren auch schon im Boden war. Mhm. Und das verteilt sich dann halt immer weiter. Deswegen sind Pilze halt so sehr, sehr, sehr mit Schwierigkeiten. Mhm. Ja, ist klar. Ja, aber spielt uns da die Halbwertszeit natürlich ein bisschen positiv jetzt in die Rolle, langsam aber sicher. Und ja, zweitens, ich schon 30 Jahre. Der Fruchtkörper nimmt relativ viel auf und damit verschwindet es natürlich aus dem Boden. Genau. Vor allem, wenn der Fruchtkörper natürlich mitgenommen wird. Richtig. Mhm. Die Frage ist, wer nimmt es mit? Tja, genau das. Mhm, die Wildsau. Mhm. Es reichert sich halt an, nach oben hin. Ja. Mhm. Ja. Das war... Tschernobyl war lustig, ja. Eieiei. Ja, ich bin zum Glück zu jung, um mich noch an irgendeiner Form dran zu erinnern. Ich hab's ja selber nicht mehr mitgekriegt oder noch nicht mitgekriegt. Ich weiß nur, wie gesagt, die Geschichten von meinem Pap. Wie gesagt, da hier war ja offiziell überhaupt nicht groß die Rede davon. Er war ja sowjetischer Bruderstaat, da redet man ja nicht drüber. Genau deswegen. Und mein Pap hat immer nur erzählt, er hat sich voll gefreut, weil es halt wirklich echt viele Pilze gab in dem Jahr. Mhm. Wie viel davon nun jetzt, ich meine, seien wir ehrlich, bei uns hat es gerade wahrscheinlich genetisch betrachtet eh nicht mehr fett gemacht, was wir an Radioaktivität fressen, weil wir arbeiten seit drei Generationen mit diesem Krempel. Also von daher, nun. Mhm. Aber ich weiß halt, dass gerade so Bayern und so weiter und auch alle älteren Bekannten, die ich aus dem Westen habe, hier mit Milchprodukten war ganz schwierig und. Oh, da waren ja Züge voll rumgestanden. Ja. Mit Milchpulver. Das weiß ich nur aus dem Erzählen, dass das wohl drüben sehr, 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 sehr viel krasser wahrgenommen worden ist, als es hier jemals vollgenommen worden ist. Mein Nachbar war zu der Zeit Hauptfeldwebel. Ich glaube, Hauptfeldwebel war, hat dann da ein Geiger-Müller-Zählrohr vom Militär mitgebracht und dann hat man da so rumtestet, mal im Garten und so. Es war bei uns relativ entspannt. Fun Fact, zufälligerweise ist dieses Zählrohr mal kurzzeitig in Kontakt bzw. in die Nähe die Uhr meines Vaters gekommen. Und dann. Ja. Mhm. Ah. Das war der letzte Tag, als mein Vater diese Uhr anhatte. Die berühmten Uhren, die auch nicht exportiert werden durften. Oder importiert, je nachdem von wo nach wo. Die hat diese Leuchtfarbe drauf gehabt, die man nicht mit UV-Strahlung aufladen musste, sondern die von sich aus immer geleuchtet hat. Und die kam danach in so eine typische Geldkassette, Deckel zu, passt schon. Ja, was haben wir gehabt bei uns rum? Es war relativ viel im Vergleich zu Erzgebirge Sachsen, da war ja fast gar nichts. Ich habe gerade die Karte offen. Ja. Aber hier bei uns rum, wir hatten, lass mich mal gucken, das ist
Dunkelorange und Rot. Das ist zwischen 40 und 100 Kilobäckerei pro Quadratkilometer. Das ist also doch wir haben halt hier regional echt Glück gehabt, weil wir genau richtig im Wind waren. Mhm. Das ist im Prinzip einen riesigen Bogen um uns gemacht hat, diese ganze Wolke. Die Familie will ihren Papi haben, deswegen sage ich etwas verfrüht. Wieder schauen. Gruß an die Familie und man hört sich. Auf schön, dass du dabei warst. Gute Besserung, wir drücken die Daumen für morgen. Also mach bloß keinen Scheiß nicht, gell? Und bis demnächst die Tage. Ciao. Bis dann, Armin. Jetzt hat er den Knopf gefunden. Ja. Nee, aber wie gesagt, also das sind alles solche Sachen. Aber in die Pilze gegangen zum Beispiel bin ich seit frühester Kindheit. Also erst haben sie mich wirklich im Kinderwagen mitgenommen. Ich habe ja den Rollstuhl sehr spät bekommen. Ja. Und das war halt die einzige Möglichkeit, eine Dela zu transportieren in irgendeiner Form und Weise. Und das war immer voll gut, weil wir hatten so ein Eckchen, wo die aufgeforstet haben. Und da waren halt überall so 40 cm große Tannen. So ganz, wirklich ganz kleine, niedliche Mini-Bäumchen. Und da konnte ja keiner durch, weil die halt viel zu eng standen und viel zu klein waren. So, und dann wurde ich auf den Fußboden gesetzt. Hier hast du dein kleines Messerchen. Hab Spaß. Und dann bin ich einmal quer durch diese ganzen Baumreihen gewuselt mit meinem kleinen Messerchen und meinem kleinen Körbchen. Und hab halt komplett, weil da niemand war auf diesem Fleck, hab ich halt nur auf diesem Fleck meine zwei Körbchen voll gehabt mit Pilzen. Das war voll gut. Ach. Nein, also Pilze sammeln ist bei uns jedes Jahr ein sehr, sehr großes Thema. Das findet eigentlich jedes Jahr statt. Und das ist ja auch prinzipiell so, wie gesagt, wir sind ja hier auf dem tiefsten Dorf. Der erste Moment ist, Papa kommt von der Arbeit, hat meistens auf dem Heimweg irgendwo mal im Wald kurz angehalten, ist mal 3 Meter gelaufen, bringt den ersten Korb Pilze mit. Dann kommt sein Bruder, der ja auch im Nachbardorf wohnt. Ja, ich war übrigens in die Pilze. Wartet mal, ich habe euch mal einen Korb mitgebracht. Haben wir den zweiten Korb Pilze. Dann kommt meistens noch der Nachbar. Pass mal auf, ich habe aus dem Wald gerade 5 Körbe Pilze rausgetragen. Wollt ihr einen haben? So, und dann sitzt meine Oma mit ihren 90 Jahren vor so einem Berg Pilze. Ja. Ja, aber natürlich auch alle geputzt und zubereitet werden müssen und so weiter und so. Na klar. Und das machen die natürlich nicht, die Pilze bringen. Das macht Oma. So, das ein heißt, Spaß die sind dann meistens so im Spätsommer, Frühherbst eigentlich permanent damit beschäftigt, Pilze zu putzen. Verkocht ihr die dann oder trocknet ihr die? Unterschiedlich. Also, wie gesagt, ich mache meine eigentlich immer trocken. Ansonsten werden die angekocht. Erstmal, dass er. Keine Ahnung, warum. Und dann gebraten und dann eingefroren. Also bei uns, die Gefriertruhe ist zur Hälfte voll mit Pilzen. Das heißt, ihr hängt auch nicht diesem, ich sag mal, etwas antiken Mythos nach, man dürfe Pilze nicht nochmal warm machen. Wie gesagt, ich glaube, das ist der Sinn von dem Vorkochen. Also ich glaube, wenn du die vorkochst und dann brätst, dann kannst du wieder warm machen. Okay. Zumindest ist das so, wie ich es von Oma gelernt habe. Ob das stimmt, ist keine Ahnung. Okay. Aber man kann so viel schönes Zeug aus Pilzen machen. Und ich bin tatsächlich auch kein großer Fan von Champignons. Ich mag eigentlich so dieses übliche Durcheinander, was du so im Wald findest, viel, viel lieber. Weil das einfach auch ein anderer Geschmack ist. Das ist was anderes als dieses wässrige, im Prinzip aromalose Zeug. Aber man kriegt halt nicht viel anderes, wenn man sich nicht große Mühe gibt. Richtig. Was ich ja sehr, sehr liebe, ist quasi den Stängel rausdrehen von den Champignons, ein großes Stück Feta reindrücken und ein kleines Stückchen Knoblauch, ein bisschen Olivenöl drauf und die ganzen Köpfe dann einfach in den Backofen und gratinieren lassen. Da stehe ich voll drauf. Ja, ich habe da ein bisschen andere Herangehensweise. Ich mache Knoblauchöl, dann den kompletten Pilz ohne Stiel von außen und von innen damit ein.
Mhm. Damit vor allem hinderst du auch gleich, dass der Krempel ausbirbt oder ne? Wie auch immer im Backofen. Und dann eine Mischung rein aus Semmelbrösel oder Croutons, geht beides. Frischkäse, auch ein bisschen Feta mit reingerührt, bisschen Zwiebel. Das als Masse da rein und das dann aufbacken und Käse oben drüber. Ja, ja. Echt nicht schwer in der Zubereitung und schmeckt sehr köstlich. Ja. Yep. Ach. Ja, haben wir sonst was erlebt, außer dass wir Fischstäbchen gemacht haben? Ansonsten war ich nur arbeiten. Ja, ich auch. Keine besonderen Vorkommnisse. Es gab köstliches Gulasch auf Arbeit. Hä? Ui. Richtung Ungarisch oder Richtung Kutschergulasch? Nee, Richtung Ungarisch. Okay. Weil wenn dieser Mensch eins kann, sind es halt Schmorgerichte. Mhm. Ist ja klar, großer Topf, kannst du auch warm machen, ja. Passt. Super für eine Kantine. Gulasch-Frage. Kartoffeln, Reis oder Nudeln? Wenn ich es zu tun habe, nehme ich Kartoffeln. Okay. Einfach, weil es kohlenhydratmäßig sinnvoller ist für mich. Mhm. Nudeln haben halt den technischen Vorteil, dass sie gerade so Spiralnudeln halt viel mehr Soße annehmen können. Mhm. Reis nicht, nein. Ja, okay. Reis finde ich albern bei sowas. Ist was anderes, wenn du eine Gulaschsuppe machst. Ich finde, zum Löffeln geht das mit dem Reis natürlich besser, gerade bei Suppe. Aber für ein normales Gulasch, als ich sage jetzt mal Schmorgericht, bin ich großer Fan von Kartoffeln, gerne auch von Bratkartoffeln. Okay. Hefeklöße. Echt? Da. Das kenne ich wieder nur fürs Chetidino-Gulasch. Aber ja, ich kenne das. Ja, also egal welche Art von Gulasch, ich denke mal, das geht auch irgendwie ganz gut. Das muss man vielleicht probieren. Ich bin da jetzt nicht so dogmatisch. Also, ich kann sowohl mit Kartoffeln, Reis oder was war das andere, Nudeln. Das ist mir egal, ich habe da jetzt keine Vorbehalte. Mit Hefeklößen habe ich, glaube ich, noch nie probiert. Ja, und Knödel halt. Klassische tschechische Knödel. Oder Knödel, ja. Das Knödel an sich, ja. Auch schon mal ist da viel Unterschied zwischen einem Knödel und einem Hefekloß? Ich weiß es nicht. Ja, weil ein Hefekloß an sich ist ein Kloß, ist ein Kumpatsch. Und der, zumindest die tschechischen Knödel schneidest du in Scheiben. Die sind ja eher so brotartig. Die sind ja wie. Ja, dann meine ich die eigentlich zu Gulasch. Okay. Wie gesagt, ich kochen und verwechsel Dinge, deswegen. Bei Hefekloß habe ich sofort an Dampfnudeln denken müssen von der Machart her, deswegen war ich ein bisschen interessant. Also wir machen die eigentlich auch so ähnlich heiß, also Wasser, so ein Siebding sie irgendwie, wo man die Dinger reinlegt, dann einfach so ziehen lassen quasi. Okay. Das so, ja. Also. Also ich glaube, die grundsätzliche Basis nimmt sich weder bei dem einen noch bei dem anderen allzu viel. Ja, vielleicht verwechsel ich auch da einiges jetzt gerade. Muss ich mal ausprobieren. Hendrik, das sah jetzt aus, als würde es in deiner Wohnung regnen. Nee, es ist gerade ein A380 hier drüber gedonnert. Aua. Weil die gerade irgendwie wieder mal hier abflugmäßig genau hier drüber ziehen. Und ich meine genau hier drüber. Naja, das ist ja kein Wunder, das sind ja Zugvögel. Müssen halt hier jetzt Höhe kriegen, um über die Stadt zu kommen und über den Taunus zu kommen. Ja, und dann geben die halt richtig schön Gas. Na, okay. Und dann macht so ein A380 schon Lärm. Ja, ich habe heute wieder voller Faszination dem Rettungshubschrauber zugeguckt. Ja. Ach. Bei euch im Ort? Jetzt also ist Jonas bei euch. Stimmt. Ja, ach. Mein Hirn funktioniert heute auch nicht mehr. Alles wirklich. Alles gut. Wir reden nicht über Hirne. Ich bin letztens auch, also gestern, einmal in die Küche gelaufen. Ich habe eine geraucht. Dann bin ich zurück ins Wohnzimmer gelaufen. Habe ich jetzt schon eine geraucht oder wollte ich nur eine rauchen? Bin ich wieder zurückgegangen, habe in den Aschenbecher geguckt. Ja, ich habe geraucht. Wollte wieder zurück in die Wohnstube. Habe ich jetzt geraucht oder wollte ich nur? Dann habe ich vorsichtshalber noch eine geraucht und dann habe ich mich wieder aufs Sofa gesetzt. Oh je.
Ja, ja. Also es ist zurzeit sehr schwierig alles. Aber ansonsten sieht man ihre mal. Also ich habe mich ja letztens, ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, aus Gründen mal sehr viel mit diesen Meyer-Briggs-Persönlichkeitstypen beschäftigt. Mhm. Und ich habe unangemessen viel Spaß daran, wenn ich ehrlich bin. Weil das auch unangemessen nah an der Wahrheit ist, zumindest bei mir. Und ich habe das jetzt mal so in seiner Alltagswirkung ein wenig beobachtet an diversen Menschen. Mhm. Und das ist echt gruselig teilweise. Aber doch, da ist schon viel Wahres dran. Ach, ach, ach. Also gerade als ich dann so, denken Sie sehr oft den Satz, warum haben plötzlich gerade alle gleichzeitig einen Nervenzusammenbruch? Ich habe doch gar nicht so viele Hände. Ich fühlte mich ein wenig ertappt. Mhm. Und bei dem Satz, naja, mir ist das hier gerade alles zu viel. Ich gehe mal 10 Minuten ins Bad heulen. Soll ich auf dem Rückweg einen von euch ein Sandwich mitbringen? Ja. Ich befürchte, das ist sehr, sehr nah an deiner Realität. Ach, ach, ach. Ändere diese Realität. Nee, tatsächlich funktioniert die für mich auch echt okay. Bloß, was du ja anderen Leuten immer nicht so richtig begreiflich gemacht kriegst, ist ja die Tatsache, ich habe das ja schon mal in diesem Format erklärt, ich höre mich ja selbst nicht denken im Normalfall. Ich krieg immer mal so Störsequenzen wie von einem fremden Radiosender und stelle dann fest, oh, das war ein Gedanke von mir. Ach, sowas wie eine innere Stimme verfügst du nicht. Ja, doch, ich verfüge über die. Ich blende die nur sehr effektiv aus. Ach so. Also ich kann die quasi sehr aktiv überhören im Alltag. Hm, ja, okay. Und so ähnlich ist das bei mir halt auch so mit, wir hatten das schon mal, das Pentagramm des Schreckens, da Emotionen. Alles, was halt nicht in dieses Pentagramm reinpasst, verwirrt mich ja grundsätzlich erstmal. Und dann gehen bei mir so diese Radarschirme an. Okay, da ist ein Gefühl. Ich weiß, das kann nicht von mir kommen. Wo kommt es her? So, und dann geht halt pling, 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 pling. Und dann gucke ich, wo ist der Punkt? Von woher wird es gesendet? Und dann musst du dich entweder darum kümmern oder eben nicht. Aber das erstmal zu begreifen, was der Mechanismus dahinter tatsächlich ist, das fand ich schon enorm unterhaltsam. Das ist jetzt nicht so, dass ich das irgendwie als... Ich glaube nicht, dass ich dafür eine Coping-Strategie brauche, weil ich nicht anerkenne, dass ich ein Problem habe. Es ist ja erst dann ein Problem, wenn es dich belastet. Genau, es ist ja ein Problem anderer Leute. Von daher, alles schön. Aua. Ich habe mir gerade kochenden Tee auf den Bauch gekippt. Das zählte bislang nicht zu meinen Fetischen. Aber Hendrik, warum tust du denn sowas? Weil ich ein Depp bin. Die Betonung liegt auf bislang. Ja. Sag niemals nie. Nein, aber wie gesagt, also ihr könnt euch das gerne, wenn ihr euch dafür interessiert. Ich empfehle nicht diese 16 Personality-Tests, sondern direkt mal googeln nach kognitive Funktionen-Test. Das ist eigentlich das, was ihr haben wollt. Da kommt ihr sehr nah an die Wahrheit. Ich habe das halt auch jetzt gerade in diesem Krankenhaus-Kontext wieder erlebt. Wir kommen halt in dieses Krankenhaus, mein Vater und ich. Ja, wir grüßen jeden, wir werden von jedem gegrüßt. Und es wird schlagartig, dass die Schwestern und die das Personal halt erstmal zu mir sagt, ja, ihr könnt da rein in das Krankenzimmer, das ist überhaupt kein Thema, aber pass auf, dass er nicht abhaut. Also, da ist halt mehr oder weniger instantan ein Level an Kollegialität, möchte ich mal sagen,
was ich immer wieder faszinierend finde, so im Alltag. Und im Kontrast dazu betrachte ich dann halt zum Beispiel meine Schwester, die das halt überhaupt nicht kann. Die legt da auch überhaupt keinen Wert drauf, von daher ist das vollkommen okay. Aber die kann das überhaupt nicht. Meine Schwester kommt in einen Raum und die Menschen gucken zwar und nehmen sie wahr, also die ist nicht unsichtbar, aber da findet nicht unbedingt eine Interaktion statt. Bei mir ist, ich komme in einen Raum und Menschen erzählen mir ihre Lebensgeschichte. Aber wie gesagt, spannendes Thema. Sehr spannendes Thema. Wonach muss ich googeln, hast du gesagt? Kognitive Funktion. Je nachdem, wie dein Hirn funktioniert, ich habe ihn auf Englisch gemacht, den Test, weil die deutschen Fragen für mich zu schwammig sind. Okay. Warte, ich guck mal, ob ich dir einen Link aufschicken kann. Hinzufügen. Link ist im Chat. Okay. Ich glaube, das ist die deutsche Version, aber die kannst du dir umstellen. Wie alt ist diese Webseite? Die ist sehr alt und sehr gruselig, ob sie funktioniert. Ach. Ich bin gespannt. Nein, ich bin ja grundsätzlich immer so der Typ, ich will sehr viele Dinge über meine Psyche wirklich nicht im Detail wissen. Aus Gründen. Aber manche Sachen sind schon sehr interessant. Also. Ach. Ja. Ja, ansonsten, ich habe tolle, lustige Glitzerwolle. Das habe ich aber, glaube ich, gestern schon erzählt. Ich weiß noch nicht, ob ich es on air erzählt habe. Aber ich habe Goldglitzerwolle. Ist voll gut. Ach. Naja, demnächst muss ich einen Blumentopf häkeln. Das wird auch super. Oh, eine fleischfressende Pflanze. Ja, wie gesagt, ich habe hier schon diese wunderschönen Blüten gebaut. Ich habe auch keine Ahnung. Sind das eher Orchideenblüten oder eher Lilien? Ich habe keine Ahnung. Eher Orchideen. Eher Orchideen, ne? Das heißt so länglich-ovale Blätter, oder? Und sehr viel Wurzelgebinde. Ja. Ja, mal gucken. Ach. Pflanzenfressende Fleische. Oh. Ach ja, da habe ich ja auch. Was ist eure Assoziation, wenn ich euch den Begriff werfe? The Family Butcher. Habe ich keinen Kontext weiter zu. Das sagt mir gar nichts. Eindeutig ein Film mit Anthony Hopkins. Dankeschön. Das ist gut, dann bin. Also, entweder ist es wieder unser Hirn. Das kann gut sein. Möglich. Aber die Assoziation von der Fleischer deines Vertrauens wäre jetzt nicht die, die es bei mir geweckt hätte. Nur wenn ich außerhalb der Familie stehe, ja. Naja, auf jeden Fall habe ich schon wieder sehr viel gelacht. Oh Mann. Ach. Na gut, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge für heute auch. Und wir hören uns dann die Tage. Ja, machen wir. In diesem Sinne, es war mir eine Ehre. Danke euch. Jonas, wir haben dich lieb. Gute Besserung. Gute Besserung. Viele Grüße aus dem Draußen. Und viel Erfolg für morgen. Genau. Daumen sind gedrückt. Viel Erfolg und gute Besserung, Jonas. Ciao. Moment.